Die fünfte Variante von Ashleys Trossensteken ist diese hier. Bei dieser kommen wieder die beiden Tampen entgegengesetzt, seitlich aus dem Knoten. Wie die anderen auch ein guter und sicherer Knoten zum Verbinden zweier, auch stärkerer Leinen. Der Trossensteg Variante 5. In das Arbeitsende der linken Leine legen wir zunächst ein Überhandauge, ein linkes Überhandauge, führen das Arbeitsende durch, sodass wir diesen Überhandknoten erhalten. Das Arbeitsende der anderen Leine wird von hinten durch dieses Auge gesteckt. Und hinter seine stehende Part geführt. Abschließend wird dieses Arbeitsende von oben in dieses Auge gesteckt. Dann holen wir den Knoten dicht. Und haben Ashleys Trossensteg Variante 5.